Hallo Freunde, weiter geht's mit Pokémon Schwarz. Jetzt treten wir jetzt wieder erneut die Villa. Da bist du ja, mir ist furchtbar langweilig. Ja, das hast du gestern auch schon gesagt. Also, lass uns kämpfen. Sind unsere Pokémon schon geheilt? Ja, ne? Ja, die müssen schon geheilt sein, vom letzten Part noch. Da sind wir noch schnell ins Pokémon Center gerannt. Jawohl, sie sind geheilt. Mach ich mir jetzt Unrecht Sorgen. Seufzt dasselbe wieder wie gestern und vorgestern. Tauche. Ne, ich mache ja jeden Tag einen neuen Part, deswegen. Ja. Oh nein, ja, ist clever, dass er jetzt Klingensturm einsetzt. Sowas hatten wir auch gestern schon. Also im letzten Part. Ja, okay, aber der Tauch hat noch gereicht, es zu besiegen. Okay, und wir kriegen wieder 12.000 Poké-Dollar, also. Also, wir haben jetzt 1 Million, ne? Da könnten wir uns eigentlich vom Logischen her die Fleckmon-Route in Johto kaufen von diesem Typen da. Schade, dass wir nicht nach Johto können. So, Teddy-Ursa. Ach, wie putzig. Aber du musst leider sterben, ich mach's auch ganz sanft. Moment. Hier, ich tipp die Taste ganz sanft an. Moment. So. Und die Attacke, die ist nicht so ganz sanft. Weil ich glaube, die hittet ihn sogar. Nicht ganz. Oh, es wehrt sie es. Wehrt sie mit Krallen und Füßen. So, tschüss, Teddy-Ursa. Ah, Saiyajin hat fast Level 64, das ist sehr schön. Schlapor. Unser schwächstes Pokémon ist Adventi und Saiyajin jetzt. Aber ich lasse Saiyajin noch draußen, weil Saiyajin steht vor kurz vom Level Up und ist auch schwer zu trainieren, deswegen. Ja, lass es draußen. Eisstrahl. Probier es mal, es einzufrieren. Vielleicht haben wir ja Glück. Na, das hat man gestern auch schon. Zwango. Das hat unseres die Fähigkeit. Moment. Charmebolzen. Na gut. Scheiße, unseres kann sich verlieben, weil weiblich gegen männlich ist. Zwei weibliche können sich ja nicht verlieben, es sei denn, sie sind, ihr wisst schon. Deswegen sollten wir ihn mit Spezialattacken angreifen. Ja, gut. Hat zwar nicht so viel abgezogen, wie Taucher es hätte, aber naja, unser Pokémon ist immerhin jetzt nicht verliebt. In dieses Häschen. Häschen. Und tschüss. Warum sage ich tschüss? Ist ja schon down. Ich meine hier Level up. So, und jetzt kommt hier noch ein weiterer oder eine weitere dazu. Ich weiß nicht genau. Eieiei, hier ist ja ganz schön. Eieiei, hier ist ja ganz schön was los. Vielen Dank, dass du dich meine Enkelin als Gegner zur Verfügung gestellt hast. Nun, wenn du erlaubst, ich bin dann mal so frei und überzeuge mich selbst von deiner viel repräsentierten Fähigkeiten. Gepriesenen, viel gepriesenen Fähigkeiten. Okay, habe ich noch nie gehört. Viel gepriesenen Fähigkeiten, das sagt man normalerweise in der Kirche immer. Bronzel. Dieses Pokémon kann ich überhaupt nicht leiden, weil man das nur mit Feuerattacken richtig töten kann. Und es hat mich in der Platin-Edition auch aufgeregt immer. Weil ich dann nie ein Feuer-Pokémon anfangs hatte, dann muss ich hier immer rumtaktieren und der hat dann immer wieder Verwirrungsattacken eingesetzt. Kann ja, glaube ich, Kung-Fu-Strahl. Heilblockade, na gut. Und da hat sich mein Pokémon immer selbst verletzt und es ging mir sowas von auf den Nerv. Ich glaube, einmal habe ich sogar mein DS ausgemacht, weil es mich so genervt hat. Also ist schon ein fieses Pokémon, Bronzel. Also falls ihr euren Gegner nerven wollt, hier ist das perfekte Pokémon für euch. Kangama, eins aus der ersten Generation. Holen wir jetzt auch unser Schwächstes raus, Adventi. Sei schön, ist ja nicht mehr das Schwächste, das hat jetzt Level 64. Aber hier kann man echt gut leveln, merkt ihr bestimmt. So, ich greife mit Psychokinese an. Ich bin wütend! Ruhig, ruhig, Kangama. Das ist hier 2 gegen 1. Hitzekoller. Ja, ich hätte vorhin auch mit Hitzekoller attackieren sollen, weil da auch noch Step drauf ist. Ich hätte vielleicht dann mehr abgezogen. Na toll.
Das war jetzt schlau gelöst. Ich hätte einfach Hitzekolle anfangs anwenden sollen. Dann hätten wir jetzt nicht ein totes Adventi. Adventi ist tot. Chuck Norris. Ich hätte den Chuck Norris auf dem Hals. So, jedes Pokémon, das mein Pokémon tötet, kriegt Chuck Norris auf den Hals gehetzt. Nahkampf. Steht ja auch bei meinen Kanalvorschlägen Chuck Norris Todesliste. Damit wird dieses Chuck Norris hier gemeint. So, Golgantis. Ein Geist im Boden. Da nutze ich mir die Bodenschwäche mit einer Wasserattacke. Oh, hoffentlich klappt's. Ja, das klappt bestimmt. Muss ja klappen. Ich probiere es mit Taucher wieder. Ich mag Taucher irgendwie. Keine Ahnung warum. Habe ich schon seit der dritten Generation gemacht. So. Finde ich auch gut, dass es Taucher hier wieder in dieser Generation gibt als VM. Und jetzt kommt Erdbeben. Überleb, überleb. Ja, gut, ich dachte schon, es geht down. Okay. Eisstrahl kann man machen. Es ist eh geschwächt und ist auch sehr effektiv. Eis gegen Boden, sehr effektiv. So, und Seidchen hat schon fast Level 65. Unglaublich. Und wir haben jetzt wieder 10.000 Kohle bekommen. Das ist over 9.000. So, und morgen machen wir dasselbe Spielchen. Was ich heute vorhabe, ich habe ja gestern gesagt, wir machen die sieben Weißen heute. Bis ich noch auf etwas gestoßen bin, was ich noch immer aus meinem Kopf weiß. Warum gehe ich jetzt in den Pokédex rein? Nein, und zwar gibt es in Stratos City ein Schiff. Und das möchte ich hier erkunden. Ich habe auf Sonntag gestellt, denn dort sind am meisten Trainer auf diesem Schiff. Aber jetzt passt die Uhrzeit nicht mehr, oder? Mal kurz, muss mal kurz schauen auf dem Wiki. Ich habe da ein Wiki. Moment. Ich habe es gleich. Moment. Ah ja, stimmt. Das ist von der Jahreszeit abhängig. Wir haben ja Winter. Es ist bei mir jetzt 16.41 Uhr. Und auf der MS Einer heißt die, glaube ich. Einer Royal steht da, genau. MS Einer Royal. Da tauchen die, also da kann man das Schiff zu verschiedenen Jahreszeiten, zu verschiedenen Uhrzeiten antreffen. Im Frühling ist es von 17 Uhr bis 20 Uhr. Im Sommer ist es von 19 Uhr bis 21 Uhr. Im Herbst von 17 bis 20. Und jetzt bei uns im Winter von 16 Uhr bis 19 Uhr. Gut, jetzt frage ich mich, wo das Schiff ist. Aber zuerst Pokémon heilen. Die sind ein bisschen angeschlagen. Und da können wir auch gleichzeitig noch ein bisschen trainieren. Also kann ich euch sagen, die sieben Weisen kommen erst doch morgen und nicht heute. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, falls ihr extra darauf gewartet habt. Aber naja, ich möchte das Spiel halt so durchspielen, dass wir erst alles Nebensächliche haben. Und dann widmen wir uns wieder der Hauptstory zu und beenden das Spiel. So stelle ich mir das vor. So, und das ist übrigens die letzte, was nicht zur Story beiträgt, meine ich. Und da hier ist das Schiff. Kostet 1000 Pokédollar, das zu betreten. Die MS Royal legt nur am Abend ab. Was? Hä? Es ist doch Winter, oder? Ist hier Winter? Ja, es ist Winter, aber da steht 16 Uhr bis 18 Uhr. Und auf meiner Computeruhr ist es 16 Uhr bis 18 Uhr. Ich glaube, ich stelle mal auf 18 Uhr um. 18.59 Uhr, sorry. Mein Wiki ist ein bisschen ausführlich hier. Okay, dann stelle ich mal schnell auf 18 Uhr um. Da ist es bestimmt Abend. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute, es ist jetzt Abend. Jetzt können wir es aber bestimmt betreten. Wundervolle Aussicht, spannende Kämpfe. Willkommen auf der MS Royal. Ein Fahrstein kostet 1000 Pokédollar. Also, das ist ja in Yen immer umgerechnet. Also, 1000 Pokédollar. Ich würde sagen, das ist ungefähr, ja, eher 1 bis 10 Euro, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich vermute bei 1 Euro. Möchtest du an Bord kommen? Informationen über das Schiff. Die MS Einer Royal ist ein Passagierschiff. Sie verlässt jeden Tag einmal gegen Abend den Hafen. Auf unserer Rundfahrt werden wir unter der großen Himmelsfallbrücke durchfahren, bei der Wunderbrücke wenden und dann nach Stratos City zurückkehren. Ich werde die Schiffssirene 5-mal erklingen lassen, als Signal, dass alle von Bord gehen müssen. Die MS Einer Royal. Auf unserem stolzen Schiffsdeck hat man eine wunderbare Aussicht. Und in unseren Kabinen können sich kampfbegeisterte Trainer treffen.
genießen Sie die Aussicht, so wie die Pokémon-Kämpfe. Die lest jetzt bestimmt eine Broschüre durch oder sowas. Um nicht die Funkgeräte und andere elektronische Geräte an Bord zu stören, bitte ich alle Passagiere, das Chi-Gear nicht zu benutzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ein Fahrschein, ja. Ja, wir müssen es leider ausschalten. Das ist auch in Real Life so, in Krankenhäusern und Flugzeugen darf man auch keinen drahtlos anlassen, weil das angeblich, oder ja, ist sogar bestätigt, darum sage ich angeblich, weil es einfach die Geräte beeinträchtigt. So, und das Schiff fliegt ab. Ist ja wie Titanic. Ist ja vor 100 Jahren untergegangen. Habe ich auch ein Let's Play extra angefangen. Let's Play Cryostasis. Ach, wie schön. So, hoffentlich geht dieses Schiff nicht unter. Das wäre echt ungeil. Hier, das ist der Aussichtsdeck. Der MSI in der Royal. Dem ganzen Stolz des Schiffes. Ich war ehrlich gesagt nur ein einziges Mal auf diesem Schiff. Und das ist eigentlich nur durch Zufall. An Bord eines so großen Schiffes gibt es jede Menge Kabinen. Da fällt es gar nicht leicht, alle Träne zu finden. Aber ich gebe dir einen Tipp. Willst du dir meinen Ratschlag anhören? Ja. Heute an Bord der MSI in der Royal. 3 Träne auf der linken Seite und 4 Träne auf der rechten Seite. Okay. Das ist bestimmt ein Trainer. Bist du ein Trainer? Stehen bleiben. Sind Sie ein Trainer? Soll ich zum Aussichtsdeck oder soll ich in den Kantinen mit dem Trainer kämpfen? Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Entscheid dich. So. Ist hier ein Trainer? Ja. Du willst doch kämpfen, oder? Auf zum Pokémon-Kampf. Halt! Kleiner Denkfehler von mir. Ich habe ja gar kein Pokémon dabei. Toller Witz. Okay. Hier ist aber einer. Oder eine. Hey du, soll ich dir mal was erzählen? Ich habe neulich einen kleinen Abstecher nach Iono City gemacht. Es war eine Wucht, ich muss schon sagen. Da habe ich ganz schön gestaunt, ja. Okay, das war die erste Sirene, wir haben noch 5 Sirenen. Oh, das war das Schiffshorn. Entschuldige, dass ich so lange... Ja, komm. Wir haben nur noch 3 Sirenen lang Zeit. Okay, ich sollte nicht alles durchlesen, wir müssen schon langsam kämpfen. Denn das ist hier eine zeitlich begrenzte Ort, wo man nicht ewig lang sein kann. Jetzt gehe ich hier einfach und spreche mal einfach jeden auf die Schnelle durch. Ihr könnt ja pausieren, falls euch die Dialoge interessiert. Den hatten wir schon. Aber wir müssen hier jetzt sehr schnell sein. Weißt du was? Ein Schiff da, bla 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 bla. Hallo Trainer? Wir müssen doch Trainer sein, oder? Bist du ein Trainer? Achso, du bist der Typ. Okay. Kabinenkontrolle. Sind Sie ein Trainer? Die will kämpfen. Okay. Das ist die erste. Okay, was hat sie denn? Lady Inken. Hoffentlich wird das Schiff nicht sinken. Okay, Flachwitz. Kaskade. Ne, einfach mal, Katzen mögen ja kein Wasser. Eigentlich müsste die Attacke dann doppelt so effektiv sein. Von logischen her, aber egal. So, Evoli. Evoli, ich mag Evoli irgendwie. Irgendwie mag ich das Evoli. Auf der MS Royal setzen wir jetzt ein Serpi Royal ein. Und das war kein böses Lachen, das war ein ironisches Lachen oder so. So, Locklinge. Zack, zack, zack. Okay. Jetzt kommen jetzt Vulpix. Saiyajin. Ist ja ein Feuer-Pokémon aus der ersten. Hat, glaube ich, die Nummer 31, kann es sein? 30, 31, schätze ich mal. Keine Ahnung. Kaskade. Wird der später zu Volona, wenn man es einen Feuerstein gibt? Sollte man aber erst entwickeln, wenn Vulpix gute Attacken kann. So, seit schön hast du Level 65. Okay, 10.000 Kohle schon wieder. Uiuiui, die scheinen alle Geld zu haben. Lauter reiche Leute hier auf diesem Schiff. Beziehungsweise in Einal. Oh nein, das war das zweite. Wir haben nur noch 3 Zeit. Also möchte ich mir langsam mal die Aussicht hier anschauen. Ich glaube, das Schiff werde ich nochmal betreten. Oder was weiß ich. Ach, wie schön die Aussicht, oder? Das muss die Himmelspfeilbrücke sein.
Ach, wie schön. Okay. So, was ist hier? Heute scheint. Nein, nein, nein. Ihr könnt ja pausieren, wie gesagt. Wir müssen jetzt gegen Trainer kämpfen. Okay, du hast nichts zu sagen. Oder doch, du hast schon was zu sagen. Für die Leute, die es pausiert haben und gelesen haben. Dam, 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 dam. Kämpfen. Nein, so geht doch. Das ist Nummer 2. Heute sind 7 Trainer auf diesem Schiff. Ein Ass-Trainer, er ist Zach. Tauros, oh Gott, oh Gott. Normal von der ersten Generation. Ja, komm, Taucher. Angeberei, oder nein. Naja, zum Glück haben wir ja Taucher eingesetzt. Wäre sehr scheiße gewesen, wenn wir jetzt von Angeberei getroffen werden. Shit. Na toll. Schönen Dank auch, Tauros. Bist du jetzt glücklich? Warum habe ich Taucher jetzt nochmal eingesetzt? Da ist die Chance größer, dass es sich selbst trifft. Was ist Kaninchenstoß? Clever, clever. Da ist noch Step drauf und so. Und Tauros greift bestimmt mit physisch an. Weil ich kann mir nicht erklären, warum er es spezial angreifen sollte. So, Wailord, das größte Pokémon ever. Hat allerdings eine Schwäche. Wie passt überhaupt ein Wal in dieses Schiff rein? Ich meine, Wailord ist 30 Meter groß. Das ist ja schon so groß wie das Schiff. Also irgendwie unlogisch. Naja. Laubklinge. Zack, zack, zack. So, kämpfen wir einfach mal gegen einen Wal auf einem Schiff, ne? Voll logisch. So, tschüss. So, was kommt jetzt? Das war's schon. Oh, du enttäuscht mich aber. Ich dachte, du hast mehr auf dem Kerbholz, okay. So. Bist du ein Trainer? Ich kann mich nicht entscheiden, welche Kabine ich betreten soll. Komm schon, komm schon, komm schon. Kämpfen. Das ist Nummer 3. Von 7. Gentleman Rese. Unluster. Interessant. Unlicht. Feuer. Zweite Generation. Entwickelt sich zu Hundemon. Ja. Ich glaube, spezialisiert ist es auf normalem Angriff, kann es schon sein. Und physisch kann es auch sein. Spezial. Also ich würde sagen, die Angriffswerte sind beide ausgeglichen. Könnte man physische Attacken beibringen oder normal Spezialattacken. Nur eine Vermutung, kann auch sein, dass ich mich komplett irre, aber ja, bei Hundemann bin ich mir eher sicher, dass es mehr Spezialangriff hat. Ah, ist normalen Angriff. So, Surfer. Hat, glaube ich, auch nicht so eine hohe Verteidigung. Ich meine, ist ja ziemlich angriffslustig. Oder sieht zumindest angriffslustig aus. Das wäre noch geil, so eine dritte Entwicklung, wo es dann so ein... Wo es dann drei Köpfe hat, quasi so eine Art, wie heißen die Dinger denn? Cerberus, ne? Das wäre auch interessant. So, könnten die Macher vielleicht reinmachen, so vielleicht fünfte Generation noch ein paar Ergänzungs-Pokémon zur schwarzen und weißen Edition 2, das wäre auch nicht schlecht. Und das heißt dann irgendwie, Hunde, Hunzeros oder so. Oh Gott, mir fällen keine Pokémon-Namen ein, aber wäre schon ein lustiger Name. Hunzeros. Ein wildes Hunzeros taucht auf! Und nein, ich schaue jetzt nicht in den Mülleimer, weil ich weiß, dass die Einheiten sauber sind, besonders auf so einem Schiff. Oh Gott, hier kann man sich leicht verlaufen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Das war Signal Nummer 3, glaube ich, oder? Ja. Komm schon, kämpfen, kämpfen. Wir haben nicht genug Zeit, wir haben nicht genug Zeit. Es gibt ja auch noch eine mit dem Legi hier, sehe ich gerade im Wiki. Da ist nämlich eine, die hat einen Rotom. So, bist du es? Ja, das müsste sein. Ja, also die ist das mit dem Rotom. Setze gleich als erstes ein. Ich glaube, ich habe jetzt versehentlich gespoilert. Sorry dafür. Also hier kommt Rotom. Aber nicht, weil ich so ein Profi bin, weiß ich das. Nein, ich habe hier nebenbei den Wiki, ne? So, für die ganz Unhellen unter euch. So. Ist ein legendäres Taucher. Kann sich in verschiedene Formen verwandeln.
in der Kühlschrankform, in einer Rasenmäherform gibt's noch. Dann gibt's noch eine Mikrowellenform. Kühlschrankform gibt's, habe ich schon gesagt, oder? Nee. Ja doch. Dann gibt's noch eine Spülmaschinenform, also ziemlich einfallsreich dieses Pokémon. Ist vom Typ Geist und Elektro auf der normalen Form. Auf der Spülmaschinenform ist es Wassergeist. Auf der Rasenmäherform ist es Pflanzegeist. Auf der Mikrowellen ist es Feuergeist und auf der Kühlschrankform ist es Eisgeist. Also es kann verschiedene Typen haben, dieses Rotom, und es kriegt auch immer wieder eine Attacke, die variiert je nach Veränderung des Types. Ist ganz lustig. Marmolida. Viele KP, was? Tja, nein. Ich wollte sämtlich ihn einsetzen, jetzt habe ich versehentlich auf zurück getippt, naja. Und ich glaube nicht, dass ein Feuer-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon lange bestehen wird. Streifi. So, Hydro-Pombe, dachte ich mir, hätten wir jetzt Adventi draußen, wäre das ein glatter One-Hit-Kill gewesen. Vermute ich mal. So, Stromstoß. Das wird ein One-Hit-Kill. Kann ich sicher sagen, oder? Ja, gut, das waren jetzt die vielen KP, die es beschützt haben. Vor dem Kill greife ich mal Spezialangriff an. Ja. So, und jetzt hat sie noch ein Smetbo, sagt mir der Wiki. Da steht auch dran, wie viele Erfahrungspunkte es gibt. Es gibt's. Aber erst, das sage ich natürlich erst, wenn ich es besiegt habe. So, ja, ich hätte Hitzekeule verwenden können, naja, egal. So, Smetbo müsste... Ach, verdammt, es geht endlich down, du! Du Falter, du! Sieht aber ziemlich cool aus, das Sprite, im Vergleich zu anderen Generationen. So. Smetbo gibt 2228 Erfahrungspunkte. Was? Ja... Der Wiki hat mich betrogen. Egal. So. Okay. Jetzt muss gleich das vierte kommen. Und hier ist noch eine alte Dame. Das ist Kampf Nummer 5, glaube ich, oder? Ja. Da 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 da. Henriette. Cleopatra. Was setze ich denn gegen Cleopatra ein? Soll ich mit Chuck Norris? Soll ich Chuck Norris anheuern? Ja komm, heuern wir Chuck Norris an. Bitteschön. Hier kommt Chuck Norris. Mit einer Nahkampfattacke. Wir haben Steinkante noch gar nicht eingesetzt. Ich glaube, die könnte ich auch mal einsetzen. Just for fun. Vielleicht werden wir sie auch in der Top 4 einsetzen, wenn wir sie nochmal machen werden. Im übernächsten Part. Das müsste es sein. So, Arbok. Jetzt setzen wir einfach mal Steinkante Just for Fun ein. Arbok ist nicht so stark. Arbok spielt halt auf Statusveränderungen. Was unser Chuck Norris jetzt gleich wahrscheinlich eigentlich bekommen wird, oder? Ah, Volltreffer. Na gut, ich habe ja schon oft genug gesagt, Steinkante hat eine hohe Volltrefferquote und das ist der Beweis. So. Zwei Trainer oder Trainerinnen noch. Du eine Trainerin? Nein. Ich habe nicht alle Kabinen durchsucht, ne? Hier ist noch was. Hier waren wir schon bei denen, oder? Ja. Oh Mann, das war schon, okay. Nun gut. War aber eine ganz tolle Fahrt, bis auf dass es begrenzt ist, was ich ein bisschen schade finde für so ein schönes Schiff. Hätte man mehr draus machen können, aber naja, gut. Kann man jetzt nichts mal ausmachen. So, dann fliegen wir zurück nach Ondula und dann beende ich den Part. Wird leider ein kürzerer Part als sonst. Tut mir leid, aber da kann man nichts machen. Es ist halt eben so. So, zurück nach Ondula und vorbereiten für morgen, damit wir morgen sofort wieder in der Villa kämpfen können. Und es leckt wieder ein bisschen. Na, das ist ja super. Wie ich es liebe, wenn das Spiel anfängt zum laggen. Besonders jetzt, wenn man ins Pokémon Center geht.
Dam da dam da dam 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 dam. So, machen wir noch ein bisschen Item-Verwaltung hier, die letzten 5 Minuten. Okay, Saiyajin hat er das Glücksei. Und das Level ist ganz okay. Jetzt möchte ich alle auf 66 bringen. Damit es ungefähr ausgeglichen ist. Das Level ist sehr bequem. Alduin und Saiyajin haben Level 66. Adventi und Zognos 5. Ach, ihr seht es ja. Bin ich ja gar nicht gewohnt, dass ihr das seht. Muss ich ja im Laufe des Displays immer erklären, aber jetzt seht ihr es ja. Das bin ich immer noch nicht gewohnt, dass hier ihr hier den oberen Bildschirm sehen tut. Oh, so, jetzt kriegt halt Streifi mal den das Glücksei. Denn das erste Pokémon, was kommen wird, ist eher ein Boyelin. So, jetzt ist bei mir 19 Uhr, deswegen ist es jetzt dunkel. Genau, jetzt hätten wir die MS Einer Royal nicht mehr betreten können. Na Quatsch, im übernächsten Part machen wir ja ein paar Trainer noch, ein paar Special Trainer. Genau, also machen wir die Top 4 erst im übernächsten Part. Gut, wie viel Kohle haben wir? Moment. Das würde mich echt interessieren, ihr seht es ja nicht. Boah, 1.272.969 Poké-Dollar. Boah, das ist, Moment, das ist ungefähr 1.000 Euro, wenn es Yen wäre. Krass, so viel habe ich ungefähr in Real Life, ohne angeben zu wollen. 1000 Euro. Spargeld für den Führerschein, ne, ihr wisst schon. Kostet, braucht man Geld und so. So, aber genug von mir. Warum speichere ich eigentlich? Kann mir das jemand sagen? Naja, gut, dann habe ich halt jetzt gespeichert, was soll's. Also, dann bis morgen. Dann machen wir ein paar 7 weiße Platt oder wir suchen sie halt. Mal schauen, bis zum nächsten Part. Servus.